doch über ein schönes Katzenleben hier in die Sims 3 und unseren Sieges Seniors. Ach ja, wie sie nicht hier sitzen, liegen, spielen, schlafen und von Fischen träumen. Ja gut, wir verfolgen mal Caroline und Paul. Ihr habt auch gerade schon draußen die Fahrgemeinschaft hupen hören. Hui! Ja gut, Paul muss jetzt auch noch aufs Essen warten. Ist ein richtiges Träumchen. Aber was willst du machen, Ladies first? So, dann gehen wir mal hier wieder raus, damit wir auch ein bisschen mehr sehen von dem Ganzen hier. So, der Paul. Da müssen wir jetzt mal drauf achten, dass er hier pünktlich zur Fahrgemeinschaft kommt. So, Hunger wird gestillt. Sehr gut, aber pünktlich ist was anderes irgendwie. Paul, hör mal auf zu futtern. Wir haben irgendwie die Fahrgemeinschaft verpasst. Hey, nicht gut. So, wir räumen aber dafür hier alles mal weg. Wir sind ja da auch schon satt. Dann können wir hier mal das Zeug wegräumen. So, Paul ist weiter unterwegs. Hier wird alles weggeschafft. Und Caroline räumt alles zusammen. Mensch, fleißig, fleißig. Oh, wir haben jetzt auch erstmal 3 Tage keine Kindertagesstätte. Ach je, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was ist denn da los? Einfach mal Wochenende zu. Ist nicht mit euren Kindern. Oh, okay. So, aber wir haben jetzt erstmal alles weggeräumt. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, dann können wir uns hier auch gleich mal fertig machen. Und uns überlegen, was wir den schönen, lieben, langen Tag so machen. Wir wollen Paul küssen. Das finde ich ist auch eine richtig süße Idee. Und wir wollen eine Grippespritze bekommen. Können wir um die Jahreszeit eigentlich noch eine Grippespritze bekommen? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier in die große, weite Welt. Und fragen mal im Krankenhaus, eine Grippespritze bekommen. Können wir. Wir sind dann danach pleite, aber hey, wir haben eine Grippespritze gekriegt. Deswegen organisieren wir das jetzt einfach mal und gehen mal in diesem Wintersturm hier nach draußen. So, Caroline, wie sieht's aus? Sind wir unterwegs? Sind wir umgezogen? Packen wir es nicht? Wie wird der Rest des Tages aussehen? Okay, Caroline kommt. Ich sehe sie laufen. Juhu! Caroline! Du. Wir sind fast da! Hurra! So, wir kriegen eine Grippespritze. Dauert ein, zwei Minütchen, aber dann sollten wir es geschafft haben. Wir wollen Pflanzen düngen. Das Problem ist, wir haben ja irgendwie nicht mal eine Pflanze. Das ist ein bisschen schwierig. Wir könnten aber rein theoretisch mal auf Winterfest gehen und gucken, dass wir da irgendwie eine nette Winteraktivität machen. Wir könnten hier zum Beispiel eine Runde Schlittschuh fahren. Yay! Einladung zur Party ansehen. Und jemand hier ist nicht rutbar. Können wir auf jeden Fall mal machen. Badekleidung. Was für eine... Hä? Warum Badekleidung? Ja, nee. Wäre jetzt zwar schön, unsere Töchter zu sehen, so, aber wir gehen doch jetzt nicht zu der Poolparty. Was geht denn mit denen? Diese modernen Menschen. Unglaublich. Können wir schlafen? Nee, aber wir können Meetings abhalten und ein Meeting bräuchten wir rein theoretisch auch mal. Aber wir verstehen uns wenigstens langsam mit unseren Kollegen. Das ist auch nicht schlecht. Wir gehen mal Richtung Meeting, mal gucken, ob wir da was reißen können. So, und wir würden gerne ein Grußkartenfoto machen. Oh. Hier auf der Eisbahn. Du. Eisbahn-Action. Hui. Ja gut, wir sind schwer beschäftigt. Bringt uns ja auch ein bisschen Spaß. Aber ein Grußkartenfoto wäre an sich auch nicht verkehrt. Können wir ja mal machen. So, Caroline bewegt sich auch schon zum Grußkartenfoto machen. Dann kriegen wir da hoffentlich den ein oder anderen Punkt. Wir wollen dringend Lose sammeln. Wie sammeln wir denn hier am besten Lose? So, wir haben Simoleons verdient. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Hier können wir was futtern. Ist das eine Bräunungskabine? Echt jetzt? Haben wir im Winter eine Bräunungskabine? Auch nicht schlecht. Wir können hier auch noch ein Foto aufnehmen. Wir machen mal eine normale Pose. Zeigen wir mal Paul, was wir für einen Spaß auf dem Winterfest hatten. So, wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir wollen schon wieder was Teures kaufen. Oder wenigstens für 250 Simoleons. So, wir sind fast zu Hause und Caroline freut sich anscheinend über ihr Foto. Ich habe heute leider kein Foto für dich. So, wir haben es bekommen und können uns das zu Hause glatt mal angucken. Ich gehe mal zu Paul. Dann können wir das hier vielleicht schon mal irgendwo an die Wand hängen. So, aber Paul muss dringend schlafen. Paul, schnell ins Bett mit dir, bevor du uns hier umkippst. Das wäre äußerst ungünstig. So, Caroline kann man ja auch mal nach Hause schicken. Dann kann sie sich hier nochmal ein bisschen um die Tiere kümmern. Fieber möchte sie zum Beispiel gerne bürsten. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Plan.
So, wir müssen mal warten, bis sie hier ist. Dann können wir die Sachen noch anhängen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Packen wir am besten mal hier ins Sportzimmer, oder? Ich glaube, das Sportzimmer ist da eine ganz gute Idee. So. Und dann hängen wir das einfach mal hier mit an. Tada! Ein Foto von uns. Ein normales Foto im Winter. Sehr romantisch, das Ganze hier. So. Wir wollten Fieber eine Runde bürsten. Wo ist Fieber denn gerade? Oh, hier ist gerade das Treffen. Hier laufen alle irgendwie gerade Paul hinterher. So, einmal eine Runde bürsten. Piggles stinkt gleich schon wieder. Wir sollten wirklich gleich mal die Tiere alle baden. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan am Ende. Und eine Runde kauen sollten wir hier auf jeden Fall auch mal alle. So, Caroline ist auf dem Weg nach oben. Caroline, dann einmal eine Runde bürsten, bitte. Das wäre voll das Träumchen. So, jetzt wieder runter, okay. Gar kein Problem. Oh Gott, wir rennen auch wirklich bis zum letzten Punkt hier, nur um irgendwie bürsten zu können. So, jetzt aber. Yay, Fieber wird gebürstet. Wir können Fieber auch eine Runde umarmen. Freut sich Fieber da? Fieber braucht ein bisschen Soziales. Ich glaube, dann freut sich Fieber wirklich. So, unser Telefon klingelt auch wieder. Nee, Katzenklo ignorieren wir jetzt mal. Wenn Caroline gerade für uns da ist, müssen wir das mal komplett ausnutzen. So, Schmatzer geben werden wir hier auch gleich noch. So, und einmal Schmatzer geben ist auch noch drin. Wir haben uns jetzt hier auch gelernt anzuschleichen, sehr cool. Das ist Arrow und Emir, also wir sind ja gerade beide nicht da, deswegen streiche ich das mal weg. Ich glaube, das macht dann am Ende wieder am meisten Sinn. So, hier können wir mal aus dem Napf fressen. Fieber hat Soziales mittlerweile voll. Dann können wir jetzt mal auch aufs Katzenklo gehen. So, das ist mittlerweile auch schon wieder dreckig. Hilfe, Herrje. So, Piggles geht fressen. Plu ist hier noch am Start. Plu können wir dann auch mal bürsten. Plu, komm mal hierher. Dann können wir hier gut eine Runde bürsten. So, und wir wollen eine Runde kratzen und fressen. Dann lassen wir das auf jeden Fall auch erstmal so. So, da kommt Plu. Und Plu bürsten wir jetzt mal eine Runde. Sehr, sehr schön. Fieber, bist du unterwegs? Sehr gut. Und Caroline bürstet fleißig. Tier auf Arm streicheln. Aber welches denn? Fieber ist das, ne? Ich glaube, es ist Fieber. Aber wir versuchen es hier auch nochmal mit Plu so ein bisschen uns hier anzufreunden. Da freut sich Plu bestimmt. Soziales ist ja auch nicht ganz oben. Aber jetzt, perfekt. Ja, Mensch, da haben wir das doch schon mal ganz gut gewuppt. Piggles ist gerade soweit. Dann können wir Piggles mal eine Runde baden. Nee, müssen wir auf Piggles direkt klicken. Mehr. Tier hochnehmen, Tier baden. Piggles, komm mal her. Wir wollen eine Runde dich waschen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann stinkst du vielleicht etwas weniger. So, wir sind unterwegs. Piggles darf sich freuen. Juhu, Piggles, hey, du bist gewaschen. So, und Piggles könnte dann vielleicht sogar schon fast pieseln gehen, wenn er fertig ist. Aber er braucht auch ein bisschen Soziales. Eigentlich müssten wir noch ein bisschen mit ihm reden und kuscheln und lieb haben und so. Das wäre dann, glaube ich, am Ende der bessere Plan. So, Paul ist auch schon wieder fast ausgeschlafen. Wie immer ein bisschen zu spät, aber was willst du machen? So, wir können hier mal Schmatzer geben. Hihi, unser kleines Piggles. Und streicheln können wir auch. Yay. So, und was können wir denn noch Schönes machen? Ja, Leckerchen geben können wir dann auch mal. Und umarmen können wir auch mal. Mal gucken, wie das dann aussieht. So, Leckerchen geben, umarmen tun wir nochmal eine Runde. Ich hätte auch irgendwie gerne noch den Bauch gekrault. Naja gut, aber wir können nochmal eine Runde bürsten. Erst nachdem wir gewaschen haben, dann kommt das Fell nochmal zur Geltung. Boah, Piggles hat hier einfach hingepipiet. Oh, weia. Ausschimpfen. Nicht gut dazu pipien. Das macht man nicht, Piggles. Da wird nicht pipiet. Gut, aber wir wischen gleich mal die Pfütze auf. Und Piggles hat aufgehört, dort zu pipien. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch. So, wir kauen hier noch eine Runde. Und schauen mal, wie es den anderen geht. Pio hat sich schlafen gelegt, Plu auch und Arrow natürlich auch. War ja klar. Wenn schlafen alle. So, wir duschen dann mal hier gleich eine Runde, weil soweit sind wir ja ausgeschlafen. Oh, Caroline. Caroline, was geht denn da? Ich habe da jetzt gar nicht mehr drauf geachtet.
So, wir machen uns hier mal ein bisschen fit. Und dann schnappen wir uns hier auch mal wieder was zu essen. So, Paul, andere Seite vom Bett vielleicht auch noch machen. Caroline freut sich bestimmt auch, wenn sie in ein schönes neues Bett kommt. Und Caroline hat Pickles ins Herz geschlossen. Ah. Wir können ja hier auch mal ein paar Textnachrichten verschicken, wenn wir schon mal dabei sind. Textnachricht freundlich, Textnachricht freundlich, Textnachricht freundlich, Textnachricht freundlich, Textnachricht freundlich. So, mal gucken, ob das jetzt einen Unterschied macht, wenn wir die alle mal verschickt haben. So, Textnachricht und so, alles wird gut. Caroline ist noch am Essen oder schon, wie auch immer. So, und wie sieht es jetzt aus hier mit Sarah? Yay, wir sind wieder Freunde. Juhu. Sehr gut. Dann schnappen wir uns jetzt hier mal was zu essen. Und schauen mal, wie unsere Wünsche jetzt aussehen. Wir hätten gerne 2 reiche Freunde. Ja, gut, wenn es weiter nichts ist. Gönnen wir uns hart. So, Caroline räumt gleich weg. Perfekt. Und dann kann Caroline auch schlafen gehen. So, hat Paul noch irgendwelche Wünsche? Ja, wir wollen auch noch den Napf füllen. Was war das denn gerade? Hä? War das das Radio oder was war das? Das klang gerade richtig merkwürdig. Okay, lol. So, wir räumen den Teller mal gleich weg. Ach so, nein, das war das Feuerteil vom Essen. Ha, alles klar. Wissen wir Bescheid. Gut, dann gehen wir mal eine Runde auf Toilette. Und es wurden 65 Fahrzeuge und eine Stereoanlage gelöscht, beendet, ausgemacht, wie auch immer. So, dann einmal eine Runde Pipin. Und wir hätten gerne aufgeladene Energie. Wer war das denn jetzt, Paul? So, wir entstopfen erstmal das Klo. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und wen wollen wir hier eigentlich bürsten? Arrow. Arrow ist mittlerweile auch ausgeschlafen und ist am Kratzen am Kratzbaum. Oder ist auf dem Weg dorthin. Ist anscheinend erst auf dem Weg dorthin. Das heißt, wir werden mal hier einen Zwischenstopp machen. Ah, Arrow ist schon oben. Dann Paul einmal nach oben rennen, bitte. Wäre ganz toll. Und dann können wir hier mal eine Runde bürsten. Arrow, bleibt mal stehen, wir wollen bürsten. Okay, wir rennen wieder ganz nach unten, oder? Ja, wir rennen ganz nach unten. Oh, wow, kein Wunder, ey. So, aber gut. Was tut man nicht alles, damit man ein bisschen bürstet? Arrow könnte auch noch ein bisschen Soziales vertragen. Das heißt, wir werden hier auch gleich mal noch die Hand beschnüffeln lassen. Und ein Leckerchen geben. Hat Arrow sonst noch irgendwelche Wünsche? Fisch fangen und Paul wollen wir auch beschnüffeln. Yay, haben wir gleich umgesetzt. Sehr gut. Ich bin stolz auf uns. So ein bisschen Soziales bräuchten wir noch. Wir können ja mal markieren. Okay, das wollte Paul nicht. Alles klar, unglaublich. Dieser Mann, ja. Ja, gut, wir kennen ja Paul, er ist ja manchmal da so ein bisschen eigen. Wir wollen außerdem gerne einen Napf füllen und ich würde gerne die Pfütze hier wegwischen. Ist sie noch da? Da ist noch eine Pfütze, okay. Dann wischen wir die mal weg, damit das hier nicht alles so rumliegt. So, dann können wir mal die Klamotten wegräumen. Dann unterstützen wir Caroline hier mal ein bisschen. So, gleich mal eine Etage höher. Wups, nach oben. Die Tiere sind mittlerweile auch alle wach. So, jetzt haben wir das hier einfach nur hingeschmissen. Wow. Okay. Jetzt haben wir von Caroline was eingeräumt. Wir machen das Katzenklo auch noch sauber. Die sind richtig, richtig nett. Yay, läuft. Gut, was macht Pickles gerade so? Pickles könnte... Wow, ihr weckt jetzt echt Caroline. Ist das euer Scheißernst? Ach, Manu. So, Fieber hat auch Hunger. Fieber würde gerne mal was essen, aber Fieber will auch unbedingt wo dran kratzen. Dann soll Fieber das mal tun. So, Caroline ist ja jetzt wach. Sehr schön. Wir legen uns aber gleich wieder schlafen. So, Plu will Caroline auch noch wecken. Was ist hier alles los? Caroline wecken. Nein, wir wecken Caroline jetzt hier nicht. Wir gehen pieseln. Guter Plan. Pieseln klingt nach einem guten Plan. So, wir können mal den Müll rausbringen. Da hat sich ja bestimmt auch schon ein bisschen was angehäuft. Und dann können wir mal anfangen, hier die Näpfe zu füllen. So, und wir müssen hier immer noch kein Futter reintun. Was stimmt mit unserem Run nicht? Ich meine, das ist ja einerseits ganz praktisch, aber andererseits doch irgendwie komisch. So, wir haben eine Freundschaft fürs Leben geschlossen. Weglegen. Eichhörnchen. So, vielleicht ist da jetzt der Appetit wieder da. Ich weiß es nicht. Wir räumen jedenfalls mal die Klamotten nach oben. So, Plu würde auch gerne wo dran kratzen. Und aus der Toilette trinken ist ein Riesenwunsch. Dann erfüllen wir den vielleicht mal. So, Fieber hat mittlerweile Hunger. Fieber könnte hier auch mal aus dem Napf fressen. Das ist jetzt der neue Plan. Sieht gut aus soweit.
Arrow? Hey, Arrow, nein. Das ist, das haben wir, so haben wir nicht gewettet. Ich hatte das ganz anders im Sinn. Wir müssen hier auch noch den Napf füllen. Okay, beide sind gerade nicht gefüllt. Okay, das verstehe ich jetzt natürlich, dass das ein bisschen problematisch ist. Dann füllen wir mal hier mit Caroline den Napf. Warum sind wir eigentlich schon wieder wach? Verstehe ich schon wieder irgendwie nicht. So, jetzt haben wir den Wunsch uns auch nicht erfüllt. Das ist ja alles eine Tragödie hier. Wir wollen aber unbedingt mal Paul küssen. Dann machen wir das doch an der Stelle gleich mal. So, einmal eine Runde küssen. Paul, wir kommen. Hallo, alter Mann. Hihi. Oh, Paul, schön. Oh, das muss Liebe sein. Du, du, du. Wie er da so verschmitzt guckt. So, können wir noch irgendwie romantisch sein? Wir können ja mal ein Kompliment übers Aussehen machen, ne? Wir sind ja so eine kleine Schmeichler. Dann machen wir das einfach mal. Bett müssen wir auch noch machen. So, Bonehilda können wir gleich mal streichen. Napf füllen ist doch ein guter Plan, weil hier unten ist auch noch leer. Ha, unsere Tierchen fressen aber auch nicht gerade wenig, ne? Das muss man ja mal sagen. So, Wunsch erfüllt, sehr gut. Dann benutzen wir mal unser frisch repariertes Klo. So, und unsere gute Caroline kann dann mal hier die Eier futtern. Paul könnte rein theoretisch auch schon wieder frühstücken. Könnten wir rein theoretisch auch mal umsetzen. Mal gucken, ob noch welche da sind, wenn Caroline gleich gegessen hat. Okay, wartet mal. Wir lassen Paul die einfach essen. Und mit Caroline machen wir mal was Neues. Brunch servieren. Da haben wir immer noch die Eier. Pfannkuchen, Pilzomelette. Komm, wir machen mal Pfannkuchen. Ist auf jeden Fall auch nicht übel. So, Paul holt sich's raus. Ist jetzt noch was da? Ja, es sind noch welche da. Aber ist ja auch nicht schlecht, wenn wir hier mal anfangen, nochmal ein neues Frühstück zuzubereiten. So, Paul hat aufgegessen. Perfekt. Und Paul möchte gerne mal eine Runde trainieren hier. Dann werden wir das mal machen. Wir machen einfach mal ein richtiges Tempo, dann erreichen wir auf jeden Fall auch das Energiegeladen. So, und Caroline ist fleißig am Kochen. Der Herd ist auch der Kracher. So, dann nehmen wir uns mal einen Teller und stellen den Rest dann mal weg, wenn wir fertig sind. So, futtern. Die Musik passt gerade dazu. Weg. Richtig gut. So, abgespült, weggeräumt. Müssen wir noch irgendwas sauber machen? Nee, so weit, so gut. Und wie es hier weitergeht, sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann bis Dani und ciao.